Hier ist Gartenvideocom. Mein Name ist Markus Kobelt. Unser Thema heute: einige Gedanken zum Garten oder warum wir Gartenvideocom machen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber eigentlich haben wir immer weniger Zeit. Zu wenig Zeit. Termindruck, immer Aufgaben hinten nachrennen und so weiter und so fort. Dies ist natürlich kein objektives Gefühl, sondern dies ist etwas, was uns subjektiv prägt. Eine gehetzte Zeit. Das Gegenbild dazu ist der Garten, der uns die Zeit sozusagen zurückgibt. Wenn wir also im Garten einen Ort sehen, der uns die Zeit zurückgibt, dann hat das auch Konsequenzen für uns, für die Gärtner, für Sie, für die Hobbygärtner. Die wichtigste Lehre daraus: wir müssen einfach sein. Wir müssen die Dinge, die einfach sind, auch einfach erklären. Eigentlich gilt im Garten wie überall auch das Pareto-Prinzip. Mit 20% Aufwand können wir 80% des möglichen Ertrags, des möglichen Erfolgs erzielen. Und genau diese Philosophie möchten wir hier auf gartenvideo.com auch leben. So möchten wir den Garten erklären. Die einfachen Dinge einfach erklären, nicht verkomplizieren. Wir Gärtner haben ja ein kleines Problem. Der Unterschied zwischen uns Gärtnern, Profigärtnern, Ihnen, den Hobbygärtnern, ist eigentlich ein ganz kleiner. Eigentlich sogar ist er meistens gar nicht vorhanden. Ein Hobbygärtner, der sich in sein Gebiet hineingelebt hat, der sein Gebiet liebt, ist vielfach viel besser als wir Profis. Und dann neigen wir Profis dazu, das, was wir nun mal gelernt haben, was wir zu wissen meinen, auch kompliziert zu verkaufen, damit es was wert ist. Genau das möchten wir hier auf gartenvideo.com nicht machen. Also, bis zur nächsten Ausgabe von gartenvideo.com. Genießen Sie Ihren Garten, glauben Sie nicht alles, was ich erzähle, und gärtnen Sie weiter. Danke vielmals.